Hey und willkommen. Heute sprechen wir über Tripods. Tripods sind die Dinger, die ihr auswählen könnt, wenn ihr 4, 7 oder 10 Punkte auf eine Fähigkeit verteilt habt. Relativ simpel, lernt man ja schon am Anfang. Sobald ihr in Tier 3 angekommen seid, könnt ihr diese Tripods aber auch noch aufleveln. In Chaos Dungeons droppen dann keine normalen Ausrüstungsgegenstände mehr, sondern abgenutzte Rüstungsteile mit Tripod-Leveln. Auch das sollte den meisten schon bekannt sein. Diese Tripods könnt ihr beim Händler dann auf eure Ausrüstung übertragen, um so eure Tripods aufzuleveln. Die epischen Teile können dabei Tripods bis Level 2 haben, die legendären gehen bis Level 3. Ab 1415 Chaos Dungeons droppen dann auch Relikte mit Tripods, die bis Level 4 gehen, womit man im Tripod Endgame angekommen ist. Unsere Fähigkeiten starten nämlich immer mit Level 1 und können bis maximal Level 5 aufgelevelt werden. Haben wir also einen Tripod ausgewählt, hat er Level 1, befindet sich auf unserer Rüstung der gleiche Tripod mit Level 4, erreichen wir Level 5. Tripods, die doppelt auf unserer Rüstung sind, werden aber nicht addiert. Stattdessen zählt nur der höchste Tripod. 1 plus 2 plus 2 ergibt also nicht 5, sondern 3. Wie bereits erwähnt, könnt ihr Tripods beim Händler eures Vertrauens übertragen. Je nach Level des Tripods besteht dabei aber nur eine bestimmte Chance. Bei Level 4 Tripods sind es dabei nur noch 5%. Anders formuliert wird nur ein Tripod von 20 erfolgreich übertragen. Ein weiteres Problem ist, beim Übertragungsprozess wird der Gegenstand zerstört, von dem wir den Tripod übernehmen wollen. Wir bekommen zwar jeden Tag durch Chaos Dungeons neue abgenutzte Rüstung, aber jede Klasse besitzt auch noch um die 20 Fähigkeiten, jede dieser Fähigkeiten nochmal jeweils 8 Tripods und dann muss das Level ja auch noch stimmen. Es ist also ein langwieriger Prozess, alle seine Tripods auf Level 5 zu bringen. Um die Wahrscheinlichkeit zu unseren Gunsten zu fügen, können wir aber auch Pulver der Weisen verwenden. Dieses Pulver verdoppelt die Wahrscheinlichkeit eines Erfolgs. Das Pulver ist aber eine begrenzte Ressource und da wir uns mit Level 4 Tripods im Endgame befinden, auch eine wertvolle. Es gibt nämlich nur 3 Möglichkeiten, an das Pulver zu kommen. Wir können es beim Gildenhändler erwerben, was natürlich nur einmal pro Woche geht und dieser verkauft uns auch maximal 3 Stück. Wir können es beim Chaos Dungeon Händler kaufen, was aber teuer ist und mit jedem Kauf noch weiter ansteigt. Oder wir können es in unserer Festung herstellen, was aber auch nur 5-mal pro Tag geht. Außerdem benötigen wir dafür Ressourcen aus unserer Farm und nicht aus der Open World. Vor Reliktgegenständen macht es also nicht wirklich Sinn, das Pulver zu verwenden, da wir ja noch nicht Level 5 erreichen können. Es verhält sich also in etwa so wie mit den Tier 2 Juwelen. Wir wussten, dass wir in Tier 3 neue bekommen und es deswegen keinen Sinn macht, nach perfekten Tier 2 Juwelen zu streben. Aber schauen wir uns den Händler mal an. Dieser gibt uns 2 Optionen. Wir können entweder Tripods übertragen oder in unser Tripod-Inventar schauen. Mit meinem Gunlancer habe ich mich bisher nicht wirklich um Tripods gekümmert, sondern sie nur angesammelt. Die meisten Tripods passen gar nicht zu dem, was ich spiele. Die Handschuhe besitzen beispielsweise keinen einzigen Tripod, den ich benutze. Ich könnte jetzt natürlich einfach rechts ein zerbrochenes Teil auswählen, markiere einen Tripod, den ich ersetzen und einen, den ich haben möchte. Jetzt sehen wir, die Chance wäre 15%, dass die Übertragung erfolgreich ist. Wenn ich mein Pulver verwenden möchte, sind wir bei 30%. Da mein Gunlancer aber noch keinen einzigen passenden Tripod hat, können wir auch erstmal auf unser Tripod-Inventar einen Blick werfen. Hier können wir nämlich Tripods von Gegenständen abspeichern. Wir wählen einen Gegenstand aus und speichern dessen Tripods ins Inventar. Das geht mit allen Gegenständen, also auch mit den abgenutzten Rüstungsteilen. Die Teile werden im Gegensatz zur normalen Übertragung der einzelnen Tripods auch nicht zerstört. Aus unserem Inventar heraus können wir dann die gespeicherten Tripods auf unsere Rüstung übertragen. Das bedeutet, dass ich den Level 3 Tripod Angriff vorbereiten, den ich haben möchte, auf meine Rüstung bekomme, ohne mich auf die 15% verlassen zu müssen. Die 2 verbleibenden Tripods passen zwar immer noch nicht, aber einer von 3 Tripods ist damit schon mal abgehakt, ohne viel investiert zu haben. Mit Relikten bekommen wir Level 4 Tripods. Da bei Level 4 die Chance nur 5% ist, lohnt es sich je nach Stand eurer Tripods, also eventuell alles über den Haufen zu werfen, was aktuell auf eurer Rüstung ist, und diese im Inventar abzuspeichern und dann zu übertragen. Wenn ihr auf eurer Rüstung bereits 3 Level 3 Tripods habt, ist es aber natürlich fraglich, ob es sich lohnt, diese zu überschreiben. Aber gehen wir mal vom Idealfall aus. Eure Rüstung besteht aus einer Mischung aus Level 1, 2 und 3 Tripods. Ihr findet einen Gegenstand, der 2 Level 4 Tripods hat, die gespielt werden. Da lohnt es sich also auf jeden Fall, diese im Inventar abzuspeichern und dann auf eure Rüstung zu übertragen. Es muss dann ja nur noch ein Slot belegt werden.
Im Gegensatz zur normalen Übertragung von Tripods wird der Gegenstand beim Abspeichern im Inventar aber wie gesagt nicht zerstört. Und falls es euch noch nicht aufgefallen ist, die abgenutzten Rüstungsgegenstände sind handelbar. Und erschließt sich mit Relikten also ein ganz neuer Markt. Aktuell ist der Handel noch nicht so ausgeprägt, mit Level 4 Tripods sind wir aber im Endgame. Finden wir also einen Gegenstand mit zwei Level 4 Tripods, die gespielt werden, können wir diese im Inventar abspeichern, auf unsere Rüstung übertragen und dann verkaufen. Und zwei gute Level 4 Tripods auf einem Gegenstand sind wirklich selten. Nochmal, 20 Fähigkeiten, 8 Tripods pro Fähigkeit und 4 Tripod-Stufen. Die Chance auf so einen Gegenstand ist sehr, sehr gering. Diese werden also in Zukunft viel wert sein. Und wir reden hier nicht von ein paar hundert Gold. Das Ganze wird sich im 4- oder 5-stelligen Bereich abspielen. Im Worst Case reden wir bei 2 Level 4 Tripods von 20 Pulver der Weisheit plus 20 Gegenständen mit Level 4 Tripods. Allein das Pulver würde aktuell 2000 Gold kosten. Schaut also lieber zweimal auf die Gegenstände, bevor ihr sie zerlegt oder benutzt. Selbst wenn ihr einen der beiden 4er-Tripods bereits habt, solltet ihr den Gegenstand eher verkaufen und euch vom Erlös einfach einen Gegenstand mit einem einzelnen Tripod kaufen. Beachtet aber, dass der Wert eines Gegenstands mit jedem Weiterverkaufen sinken wird. Besonders beim Kauf ist darauf zu achten. Wenn ihr einen Gegenstand seht, der schon dreimal weiterverkauft wurde, ist er also quasi nur noch das wert, was er zu bieten hat. Ihr könnt ihn ins Inventar übertragen, könnt ihn aber nicht mehr weiterverkaufen. Achtet außerdem mit der Veröffentlichung von Walton darauf, eure aktuellen Tripods im Inventar abzuspeichern, bevor ihr euer altes Rüstungsteil an euer neues Rüstungsteil verfüttert. So könnt ihr sicherstellen, dass euer bisheriger Fortschritt an Tripod-Level nicht verloren geht. Ihr könnt so einfach aus eurem Inventar die Tripods vom Argos-Set auf das Walton-Set übertragen. Zu guter Letzt noch ein Tipp. Ich habe mit meinem Gunlancer natürlich nicht Chaos-Dungeons gemacht und mir von jeder Rüstung die Tripods angeschaut. Wenn ihr auf eure Fähigkeiten geht und dort auf Einstellungen klickt, könnt ihr euch Tripods markieren. Gegenstände, die einen markierten Tripod besitzen, werden euch dann im Inventar mit einem gelb-blau-grünen Dreieck angezeigt. Ihr müsst euch also nicht jeden Gegenstand anschauen, den ihr aufsammelt. Das Ganze lässt sich in den Einstellungen und das Spielerlebnis auch noch verfeinern, sodass euch nur bestimmte Tripod-Level oder nur Tripods, die ihr noch nicht auf eurer Rüstung habt, angezeigt werden. So, genug von Tripods, so interessant sind sie auch nicht. Ich bedanke mich fürs Zusehen und Zuhören. Auch mal ein fettes Dankeschön für die ganzen lieben Kommentare. Bis zum nächsten Video.